Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Statement-Reaction hier auf diesem Kanal. Heute zur Abwechslung mal nicht zu Erik, sondern zu Lisa. Es geht natürlich wieder um das Sommerhaus der Stars und in diesem Fall um den Rauswurf von Lisa und Marcel. Ich bin gespannt. Ich habe das Ganze nicht mitbekommen, als es rauskam. Also das Video, worauf wir reagieren, wo quasi die Stories hochgeladen wurden, das ist vom 13.09., also sprich von, jetzt muss ich einen Tag zurückrechnen, ganz schwierig. Dienstag natürlich und da habe ich es aber nicht mitbekommen, also wahrscheinlich kam es bei Instagram auch schon irgendwie Montag oder so online, keine Ahnung, wir gucken es uns natürlich trotzdem an. Ich glaube, ist nämlich ganz interessant, jetzt nochmal so die, ja, etwas vielleicht reflektiertere Meinung, also die wäre bei KS vielleicht interessant, aber generell einfach nochmal die Meinung zu hören. Und ja, wir starten rein in das Video, Freunde, lasst gerne natürlich vorab ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Und heute Abend kommt natürlich wieder Sommerhaus der Stars online, also sprich zu der dritten Folge die Reaction, die erste Reaction und die zweite kommt dann am Freitag. Genau. Hier ganz kurz noch erwähnt, das Ganze ist auf dem YouTube-Kanal Insta-Cringe. Ich denke, da wird wahrscheinlich auch mehr kommen. Hier sehe ich sogar eine Abonnentin, die hier kommentiert oder Zuschauerin auf jeden Fall. Ich hoffe Abonnentin natürlich, die hier kommentiert hat. Ja, ich merke mir auch die ganzen Namen. Also gerade von den Leuten, die aktiv sind, merke ich mir natürlich und erkenne ich auch sofort wieder. Okay, let's go. Ich gehe jetzt einfach mal bei dieser Bettengeschichte ein in der allerersten Folge, weil das war eigentlich so das erste. Okay, das ist voll laut. Man, ja. Ich hoffe, der Ton passt jetzt so bei euch. Ich kann es nicht abschätzen, leider. Ein bisschen was von uns gesehen hat, als ich so richtig schön falsch verstanden wurde, beziehungsweise man mich wohl eher falsch. So, ich habe noch mal ein bisschen das Bild angepasst hier, ne, an der Stelle. Ich hoffe, das passt jetzt so. Ich wollte, weil ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, war ich selbst schockiert. Ich wusste nämlich ganz lange nicht, wo man mich falsch verstanden hat und hatte selbst die ganze Zeit im Kopf eine ganz andere Situation. Ja, was soll ich sagen? Mir wurden einfach die Worte im Mund umgedreht. Marcel kam zu mir und meinte, hey, da gibt's ein breites Bett. Und ich meinte sofort zu ihm, ja, aber Marcel, das nehmen wir nicht. Das soll bitte jemand anders bekommen. Da gibt's auch ein breites Bett, hey. Ja, aber das nehmen nicht wir. Das bekommt bitte jemand anderes. Oh. Und natürlich habe ich das so gemeint, dass das jemand bekommen soll, der älter ist, der breiter ist, der größer. Also ich erinnere mich natürlich, ne, ich glaube, sie hat das aber sogar auch irgendwie in der Folge auch erwähnt, dass es jemand bekommen soll, der älter ist. Hat sie auch recht, das war ja eigentlich echt voll der korrekte Move von denen und wurde halt wirklich komplett falsch verstanden. Braucht und benötigt. Ja, und ein ganz netter Herr hat mir dann einfach die Worte im Mund umgedreht, ist rausgeschrieben. Boah, wen könnte sie nur meinen? Kleine genannt, was ich absolut nicht okay gefunden habe. Aber geiler Satz von der Kleinen gerade eben. Ja, aber da schlafen wir nicht, da können andere schlafen. Nach 10 Sekunden. Reicht jetzt. Und ja, hat eigentlich hinter unserem Rücken wirklich sofort am Anfang einen kompletten Waldbrand verursacht. Das war uns eigentlich gar nicht so bewusst. Und hat behauptet, ich hätte gesagt, ich möchte in diesem Bett nicht schlafen und ich möchte lieber dieses Bett und das und... Ja, ich wusste das nicht, komm raus aus der Tür und werde von Erik richtig dumm angemacht. Ich habe das Ganze natürlich dann richtig gestellt, weil ich wollte natürlich nicht falsch verstanden werden. Nur leider hat das irgendwie nichts gebracht. Also Erik hat sich dann trotzdem den Mund über mich zerrissen. Und ja, ich finde, da hat das Übel eigentlich schon fast seinen Lauf genommen mit dieser Situation. Und ihr müsst wissen, das war wirklich gleich am Anfang. Und da war mir dann auch schon klar, okay, ich bin im Trash-TV gelandet, da wo jeder alles für Sendezeit gibt und ja, das war die erste wunderbare... Lustig, dass das jetzt auch nochmal kommt hier, das Argument von ihr. Ja, wie gesagt, ne, also auch, dass Erik das nicht verstanden hat, hat mich auch irgendwie voll gewundert. Generell, das ist mir halt aufgefallen in diesen ganzen Formaten, sehr, sehr viel, also entweder wird es falsch verstanden, weil die Leute es echt nicht checken oder teilweise könnte man auch meinen, die Leute verstehen es wirklich absichtlich falsch. Also gerade wie in dem Fall, weil ja, eigentlich war das ja, wie gesagt, voll der korrekte Move gewesen von ihr. Ich glaube, KS hätte da weniger Rücksicht genommen und sie wurde dann halt irgendwie ein bisschen, ja, dumm angemault so dafür, obwohl sie eigentlich nur was Gutes machen wollte, ne? Situation da drinnen und ich dachte mir echt, wo bin ich hier gelandet? Ich glaube, für manche hat diese Situation absolut ins Bild gepasst. Ich bin geschminkt, ich bin hergerichtet. Ich bin für manche wahrscheinlich eine kleine Tussi. Und dass die Tussi natürlich wählerisch ist, in welchem Bett sie schläft, hätte natürlich gut ins Bild gepasst. Ja, das ist ja natürlich sowieso klar. Auch gut ins Bild gepasst. Und ja, deswegen habe ich das Gefühl, da waren wir eigentlich schon fast bei einigen ein bisschen unten durch. Dann kommen wir zum ersten Spiel im Sommerhaus. Das war das, wo die Frau auf dem Seil balancieren musste und der Mann hat sie oben mit einem Tau gehalten und ja, wir mussten Fragen beantworten. Und hier waren auch ein paar Unklarheiten, weil viele dachten, wir haben mega abgelost in diesem Spiel. Aber ich blende euch einfach mal den Spielstand ein, dann könnt ihr euch da euer eigenes Bild drüber machen.
Okay, drei Fragen hatten die beantwortet. Ich weiß jetzt halt nicht mehr, wie viele es da gab, aber ich meine, die waren auf Platz 3 und Platz 3 ist jetzt nicht unbedingt schlecht, ne? Also Kata und Erik hier auf Platz 5 oder auch Kada und Isi, die ja hier auch sogar auf Platz 5 waren. Ihr seht, das geht auf jeden Fall auch schlechter. Den Spielstand ein, dann könnt ihr euch da euer eigenes Bild drüber machen. Dann kommen wir zum Stimmungsbarometer, wo wir ja 0 Stimmen hatten. Und damit haben wir eigentlich gar nicht so wirklich gerechnet, weil wir uns dachten, auch aufgrund dieser Bettensache, werden wir sicher irgendwo ein paar Stimmen bekommen. Aber dem war tatsächlich nicht so. Und das hat uns auch relativ gefreut. Wir haben. Boah, ich muss sagen, das wundert mich gerade sogar auch, weil ich hätte jetzt eigentlich, ich wollte es eigentlich noch sagen, habe ich dann aber nicht gemacht. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass das halt so mit den Betten der erste Eindruck war, der durch ein Missverständnis direkt mal falsch war auf die und dass das halt so ein bisschen auch in die Entscheidung mit eingeflossen ist. Also zumindest bei manchen Leuten war scheinbar nicht der Fall, aber hätte ja auch gut möglich sein können. Wir haben uns auch mit allen eigentlich ganz gut verstanden. Also im Verlauf der weiteren Drehzeit waren wir eigentlich alle miteinander ganz harmonisch. Ich habe mich auch mit den Mädels alle richtig gut verstanden, die waren richtig lieb. Da hatte Maurice gestern bei der Are You The One-Folge was Lustiges gesagt. Und zwar meinte er, trotzdem, wenn die könnten, würden die einem alle ein Messer in den Rücken stechen. Da musste ich jetzt auch gerade dran denken. Und jetzt können wir eigentlich schon fast zu Folge 2 switchen, weil in der ersten Folge war jetzt noch nicht so krass viel. Da wird es schon interessanter. Sagen, bei der zweiten Folge ist mir beim Zuschauen teilweise wirklich schlecht geworden. Das muss ich wirklich mal zu sagen, als ich das dann so nochmal gesehen habe, wie sich manche Menschen einfach so hinter unserem Rücken verhalten haben und benommen haben. Mir fehlen einfach die Worte, ganz ehrlich. Fangen wir mal damit an, dass Marcel super motiviert für die Spiele war. Marcel ist einfach ein Mensch, der hat Motivation, der hat Biss und der hat Kampfgeist. Und den hat er auch gezeigt. Und er hat damit absolut niemanden geschadet, ja. Marcels flippige Art, hat niemanden wehgetan. Er hat niemanden angegriffen. Er war zu niemandem. Ja, das stimmt auch. Ich unterbreche sie jetzt einfach mal. Ich weiß ja nicht, wie lange sie jetzt darüber noch redet. Auf jeden Fall, das Ding ist, ich habe das auch nicht ganz gecheckt, wo das Problem dabei lag. Mir kam es halt von Anfang an so rüber, dass die Leute, die so ein bisschen, sage ich mal, flippiger ist eigentlich ein gutes Wort, ne, was sie gerade benutzt hat. Die Leute, die halt so ein bisschen mehr für Unterhaltung gesorgt haben, also sprich Erik direkt zu Beginn, Marcel natürlich, Cosimo auch, dass die Leute halt irgendwie direkt so bei gewissen anderen Personen so ein bisschen unten durch waren. Also, weil es halt einfach ein paar Leute gibt, immer noch natürlich, es geht ja noch weiter, die da irgendwie scheinbar lieber so ruhig in der Ecke sitzen, nicht reden, nicht zur Unterhaltung beitragen und halt irgendwie, so keine Ahnung, es wäre voll langweilig, wenn diese drei, die ich gerade genannt habe, dann nicht mit dabei wären. Gut, Marcel und Lisa sind jetzt schon mal raus, aber trotzdem, ne, wenn die anderen Leute jetzt dann auch noch irgendwann raus sind, so, dann kann ich mir vorstellen, dass es schnell langweilig wird, weil die Leute nicht so unterhaltsam sind. Also gar nichts gegen Sascha und Yvonne zum Beispiel, aber ich finde, die sind jetzt nicht diejenigen, die irgendwie, ja, wirklich laut oder so sind. Also im Sinne von, die kriegen ja auch nicht so viel Sendezeit, die hauen nicht so viel raus und so, wisst ihr, wie ich meine? Ist ja auch nicht schlimm, es muss ja auch nicht jeder so sein, aber genau dafür sind ja solche Leute drin, wie KS, wie Cosimo, wie Erik. Und wo jetzt da genau das Problem lag, dass er da die so ein bisschen motivieren wollte, also es war ja, glaube ich, Sascha und wer war da noch aus? Mario, genau, habe ich auch nicht gecheckt, ne? Also das war ja eigentlich auch nur positiv oder gut gemeint von ihm. Falsch, er hat einfach nichts gemacht und es wurde ihm so schlecht ausgelegt und ich finde aber auch, ganz ehrlich, natürlich sind da verschiedene Altersklassen im Sommerhaus. Ich glaube, es ist auch irgendwo eine Frage des Alters. Und es heißt ja auch manchmal. Das ist aber auch ein guter Punkt. Also das ist gut, dass sie das noch erwähnt hat. Natürlich liegt das auch ein bisschen da dran. Ja, darf man echt nicht vergessen. Ist gut, dass sie das sagt. Jung und alt versteht sich nicht. Und ich glaube, das hat man fast eigentlich relativ gut da drin gesehen. Auch ja. Als Marcel meinte, er würde die anderen wegschubsen im Spiel mit dem Parcours, wo die Frau den Mann durch den Parcours lotsen muss. Und wenn ich irgendwie neben mir merke, mache ich so. Leute. Da finde ich es halt auch schwierig, ne? Also, wenn das so schlimm gewesen wäre, hätte man das auch in der Situation direkt ansprechen können. Aber, ja, komm. Hier, er lacht noch. Mario hat auch so ein bisschen gelacht. Und das war ja auch nicht ernst gemeint. Natürlich macht er das nicht während dem Spiel, aber man weiß ja, wie er das gemeint hat. Also,
da kann mir auch niemand was anderes erzählen, dass man das irgendwie falsch verstanden hat oder was auch immer, weil es war einfach klar, was er damit sagen wollte und es war einfach nur ein Spaß. Gut, er hat es bei Mario vielleicht dann doch irgendwann so ein bisschen übertrieben, aber dazu kommen wir gleich noch. Leute, das war Spaß und für mich war das eigentlich klar, dass das auch jeder als Spaß auffasst, weil Marcel würde bei Gott niemanden wegschubsen und ich finde auch an seiner Tonlage hat er nicht gesagt, ich werde dich hier alle wegschubsen, sondern es hat er lustig gesagt und er hat Spaß gemacht, aber es wurde alles, was Marcel da drin gesagt hat, auf die Goldwaage gelegt, auch wenn er niemandem wehgetan hat, ich betone es nochmal, es wurde wirklich alles auf die Goldwaage gelegt und irgendwann konnte er, glaube ich, auch gar nichts mehr richtig machen da drin. Ich sage jetzt auch noch mal ganz generell etwas zu Marcel. Jetzt bin ich gespannt. Er wird, glaube ich, selbst auch noch ein Statement hochladen, aber ich möchte trotzdem noch ein paar Worte über ihn verlieren, weil ich auch oft die Frage bekomme, ob Marcel eigentlich zu Hause auch so flippig ist. Und nein, das ist er tatsächlich nicht. Marcel. Okay, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also er hat ja diese Art, die Leute, die ihn auch früher von YouTube und so kennen, die wissen das natürlich, ne? Ich hätte jetzt schon gedacht, dass er das zu Hause auch hat, so ein bisschen die Art, aber okay, ist halt vielleicht auch eher wirklich so vor der Kamera für die Unterhaltung, ne? Ist ein ganz normaler erwachsener Mann, der sich auch ganz normal und ernst verhalten kann. Ihr müsst aber wissen, dass KS Freak eigentlich eher mehr eine Kunstfigur ist und zu dieser Kunstfigur gehört halt manchmal auch diese flippige Art. Und genau deswegen sind wir auch ins Sommerhaus bestellt worden. Nicht um in der Ecke zu sitzen und Däumchen zu drehen, sondern um Stimmung zu machen und um gut drauf zu sein. Gut, dann haben wir uns bei diesem Spiel nicht gesaved und dann kam schon die Situation mit Mario am Tisch, wo er Marcel wieder belehren wollte. Mario wollte Marcel oder generell auch mich immer belehren und ich weiß ganz ehrlich nicht, warum? Also wir sind keine 15 Jahre alt. Ich bin 24, Marcel ist 28, bald 29. Wir sind erwachsene Menschen und wir dürfen uns in diesem Format so verhalten, wie wir das für richtig halten. Wir belehren da drin auch keinen. Ob sich da drin jemand falsch verhält in unseren Augen, ist uns ganz egal, weil jeder soll da drin machen, was er möchte. Ich weiß auch nicht, wo Mario das her hat, dass er denkt, dass Marcel denkt, er wäre der Beste, der Größte, keine Ahnung. Das ist tatsächlich auch eine gute Frage, ne? Weil wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, wie kommt man da eigentlich drauf? Also er hat das ja selbst nicht von sich behauptet und ich finde jetzt auch nicht, dass er oder dass er durch irgendwelche gewissen Situationen oder so rüberkam. Und ich meine, wenn man der Beste da drin sein möchte, ja, also du bist bei einer, ich sag jetzt mal, Spieleshow, also wo es Challenges gibt, ja, natürlich willst du die gewinnen. Also wer möchte denn lieber Platz 5 als Platz 1 sein? Ja, das ist halt auch, das ergibt ja auch keinen Sinn. Das ist eine gute Frage, wie Mario da eigentlich drauf kam. Tatsächlich. Hat er ja in keinem Wort jemals da drinnen gesagt. Also da rennen andere Leute in diesem Sommerhaus herum, die denken weitaus mehr, dass sie der Größte und der Beste sind. Da sticht auch relativ heraus. Ich glaube, ihr wisst alle, von wem ich hier ja, ich glaube auch. Ich weiß, von wem sie redet. Auch da natürlich ist es halt, das hat dann halt was mit der Attitude zu tun, ne? Also mit der Ausstrahlung. Was strahlst du aus? Es kann aber auch vielleicht sein, dass KS das so ein bisschen auf andere Leute ausstrahlt. Also könnte ich sogar auch nachvollziehen. Ich weiß es nicht, weil ich kenne ihn ja nicht in echt, ne? Aber ja, genauso wie das halt auch bei Mario könnte man das jetzt auch denken, so, ne? Aber er wird das auch so, glaube ich, nicht meinen oder auch so nicht von sich behaupten, denke ich jetzt mal. Man hat auf jeden Fall schon gemerkt, Mario hat sich ein bisschen dann auch an Marcel festgebissen und als klar war, dass Steff und Katharina, die ja leider zuerst auf der Abschlussliste standen, was ich ganz ehrlich überhaupt nicht verstehen kann, wir haben uns mit den beiden super verstanden. Die waren mega lieb, die haben auch niemandem was da drin getan. War dann irgendwie klar, dass Marcel so irgendwie der Zweite ist, auf den Mario schießt. Und genauso war es dann auch. Und es kam auf jeden Fall dann die Nominierung. Und eigentlich hatten wir kein schlechtes Gefühl, weil wie gesagt, wir haben uns da drin eigentlich ganz gut verstanden mit allen. Mir kam das dann nur komisch vor, als ich Natalie und Cosimo ein Kompliment gemacht habe, dass die beiden super gut aussehen. Und Cosimo mich dann so anguckt und meint, boah, Lisa, danke, dass du noch so lieb bist. Und ich war so, hä? Warum sagst du das? Ja, stimmt, das hatte sie auch in der Show, jetzt sieht man sowieso. Aber da hatte sie dann auch zu KS direkt gemeint, ich glaube, die beiden haben uns nominiert. Ey, du siehst so geil aus. Oh, danke dir, gell. Das ist krass, ihr beide, richtig geil. Dankeschön, gell, das ist sehr nett von euch, wirklich. Klar, ja. Ich war so, hä? Bei den beiden hätte ich aber auch nicht gedacht, dass sie die nehmen. Also, ja, natürlich muss man halt auch wieder differenzieren. Es gibt halt Leute, wie ich es ja auch immer schon meinte in den Folgen, die nominieren andere halt, weil die die als Konkurrenz sehen. Einmal vielleicht bei den Spielen, ne? Da möchte man ja auch am besten denjenigen, der vielleicht Platz 1 sein könnte, raushaben, um auf Platz 1 zu sein, weil man ja gewinnen möchte.
Und zum anderen natürlich gibt es auch die Möglichkeit wegen Unterhaltung und so. Ich sag mal, Cosimo ist, so finde ich noch, wenn man ihn jetzt mit Marcel und mit Erik vergleicht, so etwas ruhiger. Also der hat jetzt nicht ganz so viel rausgehauen wie die beiden. Und natürlich ist dann jemand wie Marcel für ihn auch eine Konkurrenz. Wobei, da muss man sagen, aus dem Aspekt ist natürlich Erik so die größte Konkurrenz. Und was es natürlich halt auch noch gibt, ist halt eben so dieses, man hat ein Problem mit jemandem und nominiert ihn halt deswegen. So wie das bei Mario der Fall ist. Warum sagst du das so? Unter anderem. Da war mir klar, und das habe ich dann auch Marcel gesagt, die haben uns gewählt. Und da waren wir schon schockiert, weil Marcel hat sich eigentlich mit denen auch super gut verstanden. Ja, also wie man zu 6 von 7 Stimmen kommt, kann ich euch leider selbst nicht erklären. Diese Nominierungsgründe waren auch teilweise sowas von bescheuert. Ich meine, klar, man muss jemanden wählen, ja? Aber da waren ja wirklich Sachen dabei, da fragt man sich wirklich. Und jetzt kommen wir zur Nominierung. Ich muss schauen, dass ich das jetzt alles schön und nett formuliere. Ein paar Stimmen waren eigentlich fast wie Faustschläge ins Gesicht. Man muss dazu sagen, Marcel hat Mario richtig gern gehabt und hat eigentlich fast so ein bisschen zu ihm aufgeguckt. Und dann war. Ja, so kam das bei mir nämlich auch rüber. Also die beiden haben sich eigentlich, finde ich, das, was ich ja vorhin meinte, so mit dem Altersunterschied, ja, ich glaube schon, in vielen Punkten stimmt das, dass jemand wie Mario da einiges vielleicht nicht so nachvollziehen kann. Aber auf der anderen Seite kam es eigentlich so rüber, und das finde ich, das ist ja ein eigentlich voll positiver Punkt, wenn die beiden trotz des Altersunterschieds so gut miteinander klarkommen. Und so kam das eigentlich immer rüber. Also so, die könnten eigentlich auch so privat irgendwie Späße machen. So, wisst ihr, wie ich meine? So kam das immer bei mir rüber. Und deswegen habe ich das auch von Mario irgendwie voll komisch gefunden. Die Stimme, die wir bekommen haben, für Marcel wie ein Faustschlag. Und wenn ihr ganz genau hinguckt, seht ihr, wie mit jeder Stimme Marcels Augen immer glasiger werden. Weil ja, das glaube ich auch. Hatte, weil ihm das wehgetan hat. Und dann kam die wunderbare Stimme von Patrick und Antonia. Und als ich im Fernsehen gesehen habe, dass Patrick und Mario sich die Faust gegeben haben nach der Stimme, kam mir fast das. Wie kann man so sein? Ich wusste das damals nicht, weil ich bin mit dem Rücken zu denen gesessen. Ich habe das gar nicht gesehen. Aber geht's eigentlich noch? Also, als würden die sich freuen, ja, jetzt ist Marcel endlich draußen und Lisa auch. Wir haben zwar da drin absolut niemanden etwas Böses getan, wir wollten niemanden etwas Böses, aber wie man sich so verhalten kann, also, ich war schockiert und ich hatte keine Worte dafür. Ich finde dieses Verhalten absolut ekelhaft. Ja, so kam es dann auf jeden Fall. Wir hatten 6 von 7 Stimmen. Keine Ahnung, wie man zu so etwas kommt, aber anscheinend reicht es schon, wenn man einfach gut drauf ist, Kampfgeist hat, Leute motivieren möchte, eine gute Laune hat. Das reicht einfach für 6 von 7 Stimmen. Also ich finde, das ist eigentlich eine absolut beachtliche Leistung für das, dass man eigentlich keinem wehgetan hat da drin. Aber gut, wir waren dann auf jeden Fall fertig mit der Nominierung und ich habe Marcel schon angemerkt, ihm geht's nicht gut. Ich habe die Tränen in seinen Augen gesehen, ich habe gesehen, okay, das sieht jetzt nicht so gut aus. Und in dem Moment kommt Mario wieder daher und sagt, ja, ich erkläre es euch gerne. Oder er hat gesagt, ich erkläre es dir gerne, Marcel. Keine Ahnung. Ich fand das irgendwie, also so. Ich glaube, das war besser, dass er das nicht nochmal gemacht hat. Ich glaube, er hat es nicht noch gemacht, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Sorry, er hat die ganze Zeit gesprochen, als wäre Marcel ein 5-jähriges Kind, was man belehren muss. Marcel hat niemandem wehgetan. Ich sag's euch noch 1000-mal. Ich habe auch keinen wehgetan da drin. Marcel und ich haben dann gleich beschlossen, wir möchten uns nicht mehr zu den anderen zum Lagerfeuer sitzen. Wir gehen jetzt wirklich einfach rein, wir packen unsere Koffer. Wir waren so enttäuscht, Leute. Oh mein Gott, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ihr müsst wissen, das war nicht unser erstes Mal, dass wir bei einer Show als erstes gehen mussten. Es war bei Couple Challenge in der ersten Staffel auch schon so. Und ich. Ach krass, okay, das weiß ich gar nicht, also wusste ich jetzt nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe Couple Challenge nie angeschaut. Ich wusste, dass die beiden da schon dabei waren, aber dass sie da auch in der ersten Folge gehen mussten, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich finde es auch echt schade nach wie vor. Früher habe ich auch die Videos von ihm angeschaut, ne? COD-Videos, die Unterhaltungsvideos, Challenges und so. Ich hätte ihn da gerne weiter drin gesehen, aber nicht nur, weil ich jetzt, sage ich mal, den Bezug zu früher irgendwie zu ihm habe, war jetzt auch nie so mein irgendwie Nummer 1 YouTuber irgendwie so, aber einfach auch der Unterhaltung wegen, ne? Also das fand ich, da hat er auf jeden Fall viel richtig gemacht und viel ausgemacht in der Show. Naja gut, mal abwarten, ne? Also ich kann nicht so viel sagen, aber ich glaube, da wird auch noch mehr Unterhaltung wegbrechen. Sagen wir es mal so. Ich muss sagen, damals konnte ich das noch irgendwie verstehen. Ja, da waren Marcel und ich, wir waren kein Team. Das hat auch da nicht so gut funktioniert. Aber wir haben so Bock auf das Sommerhaus gehabt. Wir wollten
wollten Gas geben, wir wollten das Ganze einfach durchziehen und wir haben uns so drauf gefreut. Und umso größer war einfach die Enttäuschung, dass es dann wieder gleich vorbei war für uns. Und dann kam der Moment, wo wir einfach beide so losgeheult haben. Und dazu muss ich jetzt einfach noch ein paar Worte loswerden. Und zwar, ich kenne Marcel wirklich in- und auswendig. Und ich weiß, was Marcel schon alles durchgemacht hat in seinem Leben. Und Marcel wurde ja bei der Nominierung relativ angegriffen von den anderen. Und mir hat das einfach so leid getan, weil ich einfach weiß, wie Marcel innen drin ist. Und der tut keiner Fliege was zuleide und der ist zu niemandem böse. Und dann erfährt er so eine Ablehnung und... Er hat schon mal in seinem Leben so eine Ablehnung erfahren und das hat mir einfach das Herz zerrissen. Das hat mir. Gut, da weiß ich jetzt natürlich nicht, wo sie genau meint, also wobei er auch schon mal so eine Ablehnung erfahren hat, aber ja, also mir hat das auch leid getan. Ne, wie gesagt, ich hätte die gerne weiter dabei gesehen. Ja, einfach in diesem Moment dachte ich mir, das hat er doch einfach nicht verdient, dass man so mit ihm umgeht. Und ja, ein paar waren dann auch so lieb und sind dann zu uns gekommen, haben uns ein bisschen getröstet, ein paar halt nicht, ja. Jedenfalls, das war wirklich eine absolute Situation, das kann ich euch sagen. Also wir haben uns echt sowas von beschissen gefühlt, hat man uns auch angesehen. Okay, ja, was denkt ihr zu dem Thema? Sehr gute Frage, hier nochmal der Kanal natürlich, ne, auf dem das Ganze hier online kam. Ich bin gespannt, ich weiß gar nicht, gibt es hier vielleicht sogar auch noch ein Statement von KS, das wäre auch sehr gut, ne, gibt's nicht. Aber kommt vielleicht noch, also hätte ich auf jeden Fall Bock, wenn es das gibt, dann schauen wir uns das natürlich auch noch an. Oder auch wenn von ihr was Neues kommt, können wir das natürlich auch anschauen. Das war es soweit mit diesem Video. Das hier kommt am, ich nehme es am Mittwoch auf, kommt am Donnerstag online. Wie gesagt, heute Abend Sommerhaus, Folge Nummer 3, die Reaction, die erste Reaction und morgen dann die zweite. Abgesehen jetzt davon kommen auch noch sehr viele Videos online, also schaut gerne vorbei. Ich bin mir sicher, es gibt das ein oder andere für euch und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde, ciao.